Warum sind wir überhaupt hier und warum wird überhaupt über Toya dann ein Referat gehalten? Und ja, also das hat ja auch viel mit unserem Kapitän und unserem Schiff zu tun. Und ich finde, ihr solltet halt alle wissen, warum unser Schiff so heißt und wer überhaupt der Mensch war. Ja, hier, von hier, dann hier lang und dann hier nach Djibouti. Und hier ist Karachi und hier ein Brunnen. Die zweite ist, wie war die Vorbereitung, die Fahrt selber und die Zeit nach der Anlandung in Djibouti und welche Eindrücke sind bei dir mit dem? Ja, das Ergebnis dieser Reise, seit sozusagen sind wir hier alle, wie wir hier sitzen, das hätte es, glaube ich, ohne die Tigris-Expedition nicht gegeben. Also zum einen hat das natürlich auch mein Leben verändert als Seefahrer, Nautiker, denn mit einem Schiff auszulaufen, ohne zu wissen, wie lange es dauert und wohin die Reise geht, das war mal für einen Berufsnautiker was ganz anderes und Ungewöhnliches. Und das war mein Einstieg sozusagen in eine andere Seefahrtwelt. Ich bin Clara, wir waren gerade im Tahayada Museum und ich fand es total interessant, auch so zu sehen, wer denn jetzt der Namensgeber unseres Schiffs ist und was er so gemacht hat und so. Und es war natürlich besonders spannend, dass Detlef dann auch mit seinen eigenen Erfahrungen noch hier sich ausgekannt hat und halt eben noch was erzählt hat. Ja. Und auch mit den Videos war das toll gemacht.